Was macht das Stadtleben? Hab deine Herzdame bei der Beichte gehabt. Ich weiß, dass du deine Frau liebst. Ich will euch helfen. Ehrlich. Aber Gefangenen zu helfen ist auf dünnem Eis laufen. Ich muss vorsichtig bleiben. Warum sollten Sie uns helfen, Vater? Sagen wir einfach mal, deine Lady hat, gute Argumente. Allerdings. Ich soll von Christine ausrichten, dass Evan den Kühlschrank bewacht. Der Kühlschrank? So weit ist sie schon. Ich schreibe was für sie auf. Oh Mann, ey. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich's ihr ausrichten. Ich verspreche, die Nachricht nicht zu lesen. Da mache ich mir keine Sorgen. Nicht mal Gottes Blick könnte mit dem, was ich geschrieben habe, etwas anfangen. Vater. Ja? Das wäre doch jetzt mal die Sache, ob sie wegen der Lektüre, also der wegen dieser Karte für den Buchladen. So, haben Sie Christine Ihre Nachricht von mir Sie sagten, Sie würden Christine und mir einen Gefallen tun. Sie sagten, Sie würden Christine und mir einen Gefallen tun? Nicht so laut. Ich sagte, wenn du was brauchst, irgendeinen Gegenstand oder eine Info, was Harmloses, kein Metall, kein Stoff, dann sag Bescheid und ich sag's deiner Lady. Ich muss weiterarbeiten. So, um das Gespräch zu beenden, damit ich ihm genau. Sie haben doch Ahnung von Büchern, oder? Das eine Buch habe ich ziemlich drauf. Ist guter Stoff. Wie dem auch sei. Glauben Sie, Sie können mir das hier besorgen? Sag mir nicht, wofür das sein soll. Ich will es gar nicht wissen. Meine Frau könnte Ihnen helfen, es zu bekommen. Ich werde es ihr ausrichten. Schön. Okay, er wird sie ausrichten. Das heißt, wir müssen wieder wechseln, da er die Karte angenommen hat. Okay. Christine, ich bin froh, dass Sie dem Ruf des Herrn gefolgt sind. Ja, danke fürs Durchstellen. Worum geht's, Vater? Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Was ist das? Eine Büchereikarte? Sieht aus, als wenn er ein bestimmtes Buch sucht. Ich hoffe ja, dass der Herr ihn eines Tages zu dem einen wahren Buch führt. Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Eine Notiz. Danke, Vater. Sie erpressen mich. Wissen Sie noch? Ich habe dieses Verbrechen nicht aus freien Stücken begangen. Jo. Richtig mal ab, hör mal. Du wirst schon noch... So, warte mal, das ist jetzt eine Nachricht von Joe. Joe schrieb, sag der Sphinx, pack für Mexiko. Benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. Oh Mann, komplizierter geht's wohl nicht, hä? Also, Büchereikarte, klar, da wissen wir ja, dass wir da rüber müssen, dann kriegen wir, weil wir noch zwei Bücher kriegen könnten. Das muss ich jetzt nochmal hören. Joe schrieb, sag der Sphinx, pack für Mexiko, benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. B, V, S... So, erstmal Kirche verlassen. Wir gehen jetzt erstmal das Buchladen. Sagt der Sphinx, dass sie. Das sind dann wir. Ja, Buchladen. So, warte mal. Ich suchte ein bestimmtes Buch. Heißt Strouds Vogelkunde. Wirf mal einen Blick in das Regal mit den seltenen Exemplaren. K.
Kann ich das anschreiben lassen? Klar. Danke. Das ist doch das, was wir brauchen, oder? Strouds Vogelkunde, yay! Strouds Abhandlung über Erkrankungen bei Vögeln. Yes! Damit kommen wir bei Joe weiter. Schön. Was machen wir jetzt noch als nächstes? Das heißt, wir sind hier eigentlich fertig. Wir brauchten nur das Buch, denke ich. Ich könnte mal versuchen, mit dir zu quatschen, aber ich glaube, da gibt es. Ich suche nichts Bestimmtes. Okay, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Ja, aber. Ich kann mir doch noch ein Buch aussuchen, oder? Klar. Ja, das haben wir schon. Danke. Muss ich jetzt nach Hause Sachen packen oder was mache ich jetzt? Sagt der Finks. Also, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Also so denke ich, dass ich das bin. Und mit diesem Schmierzettel. Wo ist die Katze? Da. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Für Wäsche habe ich nie Zeit. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Joe schrieb, sag der Sphinx. Pack für Mexiko. Benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. Damit wir V über den Draht kommen. Das heißt Telefonatgespräch, oder nicht? Okay, dann versuche ich jetzt. Ich versuche jetzt einfach mal mit diesem Schmierzettel, Finks, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich versuche es mal hier bei diesem komischen Eve Campfield. Warte mal, komm mal her. Kannst du was damit anfangen? Werd ich mal besser behalten. Nein! Warum? Ich habe das Gefühl, woanders könnte ich das besser gebrauchen. Warte mal. Keine Bewegung. Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Kann ich noch irgendwas? Pack für Mexiko. Oh, das ist neu. Pack für Mexiko? Passt. Der Schrank gehört ganz dir. Oh. Wenn du Joe siehst, sag ihm, wir sind quitt. Was zum Geier? What? Schicke Sache. Okay. Ganz vorsichtig. Ein Safe mit Sprengfalle? Wie zur Hölle soll ich das Ding entschärfen? Sieht aus, als fehlten drei Schlüssel. B, V und S. Joe schrieb, sag der Sphinx. Pack für Mexiko. Benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. B, V, S. B, 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 hier. Auf Joes Notiz steht, benutz das B, das V. Alles klar. Wird gemacht. Yay. Da ist es. Das Geld. Scheiße, Joe. Du hättest mir einfach davon erzählen sollen. Oh, die Beute sollte ich nicht einfach mit mir herumtragen. Joe schrieb, ich soll Viv fragen, ob sie uns über den Draht hilft. Ich muss sie fragen, ob sie uns Pässe fälscht. Ich werde das Geld wohl erstmal im Safe lassen und komme später wieder, um es zu holen. Die Beute sollte ich nicht... Okay. Joe schrieb, ich soll Viv fragen... Ich muss sie fragen, ob sie... Ja, ja. Ich werde das Geld... Ja! Aber du machst den Kühlschrank nicht wieder zu, oder was? Du lässt es einfach offen. Ja, okay, dann Abmarsch. Dann gehen wir erst zu Viv. Heieieiei. Jetzt wird es so langsam interessant, das Spiel. Vivi, ich komme. Vivi, oh, ich hatte ja schon einen Spitznamen von mir. What the? Dude. Ja, wir sind mit dem Rudel da.
Da gibt es jetzt ein neues Gespräch. Tue ich jetzt erstmal so und versuche hier nicht erst mit dem Zettel zu konfrontieren. Schön, dass du mich besuchst. Ich brauche neue Pässe. Ich brauche neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Bezahl du erstmal deine Miete. Das wird sehr, sehr teuer. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Miete zahlen. Auch das auch noch. Oh, jetzt wird's immer besser. Werd ich mal besser behalten. Was mache ich denn jetzt? Okay. Vielleicht bringe ich dem Priester jetzt erstmal das Büchlein wieder. Damit er das so Joe übergeben kann. Oder das Geld, ja, das wird sie erstmal da lassen. Ich habe jetzt mit ihr, aber da komme ich nicht weiter. Warte mal, ich brauche Koffein. Genau, erst einmal darum wach machen. Wach werden. Ich glaube, wir sind ja die ganze Nacht unterwegs hier, ne? So. Ab jetzt Koffein. So. Nur Malkram. Was wollte ich denn da draufklicken? Hier. Hier. Hier so. Können wir ihm. Der ist negativ war für. Da ist der Prediger drauf. Und da heiraten zwei Typen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich find's stark. Ich behalte die Negative mal besser. Achso, das gebe ich dem Priester. Warte mal, genau so war das. Das Mickeys Buch behalte ich, glaube ich, auch, wie das war. Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Hier steht, ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit... Sutter hängt normal... Ja, das ist klar, das kann ich mit ihr. Sie macht hier gerne Skizzen, weil sich hier sowieso keiner bewegt. Hey, Tomate! So hat irgendwie versteckt... okay, da war nichts Neues. Was ist mit dem... Ich wünschte, Dale würde einfach abhauen. Er geht mir auf die Nerven. Da gibt's auch kein interessantes Gespräch, ne? Auf nach Mexiko. Für mich ist alles. Ja, ja. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Er kommt da nicht mit nach Mexiko. Er bleibt hier. Würde ich mal sagen, oder? Tasche? War nichts mehr, ne? Sutters Seesack. Er zieht wohl wieder um. Nur Klamotten und Notizbücher. Okay, dann immer der gleiche alte Kram. So, ich komme hier nicht weiter. Gesprochen habe ich mit Ihnen. Kaffee haben wir auch genossen. So auf die Schnelle, immer helle. So, die Kohle kriege ich nicht. Aber die will ja Miete haben. Ich kann es ja aber trotzdem noch mal versuchen. Vielleicht nimmt sie ja jetzt ein paar Kohlen mit. Scheiße, Joe. Du hättest mir einfach davon erzählen sollen. Die Beute sollte ich nicht einfach mit mir herumtragen. Joe schrieb... Ja, ja, ist gut. Ich werde das... Ja, ist gut. Kühlschrank, ja. Okay, kann ich nichts machen. Die nimmt die Kohle nicht mit, um Vivian zu auszuzahlen, damit sie mir die Pässe macht. Und dann gehen wir jetzt erst wieder in die Kirche zurück. Wenn ich ihm das Buch für Joe geben kann, vielleicht geht es ja dann irgendwie weiter. Stolzfarbe, hier. Geben Sie Joe dieses Buch. Sobald er es hat, wird er Ihnen ein Codewort sagen. Fragen Sie ihn nach dem letzten Keks. Nur so weiß ich, ob Sie meinen Anweisungen gefolgt sind. Wenn nicht... Wird das der Skandal des Jahrzehnts? Sie sind hartherzig geworden, Christine. Gottes Wege sind unergründlich. Gott will wohl, dass ich Ihnen helfe. Der redet so geschwollen. So, okay, dann. Buch akzeptiert und
Szenen- und Ortwechsel wieder. Deine Lady sagte, ich soll dir das hier geben. Sie sagte, du hättest ein Losungswort für sie, damit sie sicher sein kann, dass du es gekriegt hast. Sie sagt, es geht um den letzten Keks. Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Okay. Er hat jetzt das Buch. Genau. Damit müssen wir dann wieder um in den Zellendings. Das heißt, ich muss jetzt wieder einen Szenen- und Ortwechsel machen. Mann, oh Mann, ey. Die haben sich hier was ausgedacht. Ja, dann sprechen wir jetzt mal mit ihr. Wegen unseres Ihm. Deals. Entschuldigung. Sie haben versprochen, Joe und mir zu helfen. Okay. Aber nur, wenn Sie keinem diese Bilder zeigen. Was soll ich tun? Haben Sie Joe das Buch gegeben? Ja, habe ich. Hat Joe Ihnen die Losung gegeben? Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Das sagte Joe immer, wenn er den letzten Keks aus dem Glas genommen hat. Nochmal wegen der Notiz, die Joe Ihnen mitgegeben hat. Ich weiß nicht, was drinsteht und ich will es auch gar nicht wissen. Der Herr hat sie als Prüfung meines Glaubens geschickt. Wenn es nach mir geht, würde ich lieber nicht in ihre Intrigen verwickelt werden. Okay. Wenn ich ihm jetzt das... Ich lass sie dann mal vom Haken. So. Wir sehen uns, Padre. Ist es denn jetzt an der Zeit, ihm das negativ zu geben, ja oder nein? Finden wir es raus. Ich behalte die negative mal besser. Hä? Okay. Da ist der Prediger drauf. Und da heiraten zwei Typen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich find's stark. Jetzt ist es aber... Dann wechsle ich jetzt noch mal. Orts- und Szenenwechsel, die fünfte oder so. Krier, sprich mit ihm. Vater. Ja? Haben Sie Christine Nachricht von mir gegeben? Ja, sie sagte, es wird ihr helfen, mit Evan Camfield fertig zu werden. Ja. Ich hoffe, sie haut nicht ab mit dem, was sie da findet. Ne, ich glaube nicht. Da ist jetzt nichts mehr. Ich muss weiterarbeiten. Das heißt, wir werden jetzt mal... ich glaube, wieder in den Zellentrakt gehen. Fertig mit Beten! Jo. Jo, bin ich. Noch nicht. Jo. Ja, bin ich. Wie schlecht geht's dir, 1229? Weiß nicht so recht. Hätte es nicht so gern, wenn du während meiner Schicht draufgehst. All der Papierkram. Solange der Doc verhindert ist, bleibst du hier. Okay, mache ich jetzt einen Ortswechsel? Bringt mir das? Bringt mir das jetzt nicht? Weil mich interessiert das, ob das negativ, aber das konnte ich ihm ja vorhin nicht in die Hand drücken. Das heißt, bräuchten wir eventuell noch, oder wie? Gut, dann machen wir es erst mit Joe weiter, würde ich sagen. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieses Spiel, ne? So, das heißt, wir... Der Typ kommt einfach so aus dem Nichts.